War zu früh, siehst du? Weil du Stun, Stun, Stun schreist. War viel zu früh. Ja, okay. Warum Stun denn kein? Stun? Ja, zwei kann ich halt nicht sein. Das versuche ich. Ja. Und du hast nicht, du konntest. Ich hab ihn gefesselt, ich weiß meiner nicht. Meiner ist gestunt bringt. Und zack. Ja, mein Fesseln bringt aber nichts. Ja, ich. Ja, die hebt dich hoch genau und jetzt müsste unterbrochen werden, sonst passiert das. Yo, Mann. Also passt mal auf, ihr müsst in den Dungeons ordentlich unterbrechen, sonst wird es ganz schnell chaotisch oder führt zum Wipe. Verlasst euch dabei nicht auf irgendwelche andere Lappen, die das magischerweise machen, seid ihr diejenigen. Auch wenn es ganz still und leise passiert, die ordentlich unterbrechen, damit es nicht zu einer frustrierenden Scheiße wird. Wie das funktioniert, erkläre ich euch genau in dem Video, bleibt dran. Um Fähigkeiten zu unterbrechen, brauchen wir spezielle Skills. Ich zeige euch mal einfach die Skills, die ich hier ausgerüstet habe. Ich trage nämlich einen Langbogen und einen Stab. Jetzt kommt was Wichtiges. Wenn ihr herausfinden wollt, welche Skills können denn überhaupt unterbrechen, dann müsst ihr nach einem ganz speziellen Text Ausschau halten. Wenn ihr über eine Fähigkeit geht, dann kriegt ihr die ganze Beschreibung, ja, das kostet so und so viel Mana und verursacht irgendwie Schaden, alles gut. Wenn aber der kleine Text Wutangriff in der Beschreibung zu lesen ist, wie zum Beispiel hier, da steht oben drüber Wutangriff. Und wenn ihr mal weiter guckt, davon habt ihr nicht viele Skills. Kann euch nämlich sagen, beim Langbogen habe ich zwei Skills entdeckt, wo der Wutangriff steht. Und beim Stab habe ich sogar nur einen einzigen Skill, wo dieses Textchen Wutangriff steht. Nun fragt man sich, warum ist das wichtig? Ganz einfach. Jeder Skill, den ihr hier seht, der macht ganz normalen Schaden über Zeit, Direktschaden, in Abhängigkeit von irgendeiner Entfernung, alles gut. Die Wutangriff-Skills haben aber noch irgendwie einen Sondereffekt, die machen also noch irgendwie was extra. Zum Beispiel, dieser fesselnde Pfeil, wie der Name schon sagt, hat als Wut-Extra, dass dieser Skill jemanden fesseln kann. Okay? Oder hier bei diesem eisgebundenen Grab gibt es auch einen Wutangriff. Hier kann ich jemanden versteinern und vereisen. Oder es ist eine Versteinerung vom Typ Vereisung. So ist es richtig. Und warum erzähle ich euch das? Es gibt nämlich zwei Kategorien von Crowd-Control-Fähigkeiten. Wird auch gerne als CC abgekürzt. Es gibt einmal den Soft-CC, also ein weiches Crowd Control, und dann gibt es ein Hard CC, sowas wie ein harten Crowd Control. Das klingt ein bisschen komisch. Aber was ich damit sagen will, ist folgendes. Dieser fesselnde Pfeil hier oder was er macht, der macht ein Soft CC, weil er den Gegner nur fesselt. Das heißt, der Gegner ist dann an Ort und Stelle und kann nicht zu euch laufen, er kann aber vielleicht noch einen Zauberspruch wirken oder einen Fernangriff starten. Das ist also ein Soft-CC, weil das Ziel noch irgendwie interagieren kann, noch irgendwas tun kann. Bei diesem eisgebundenen Grab aber ist es so, dass dieser Gegner versteinert wird oder vereist wird. Das heißt, er kann nichts mehr machen, er kann sich weder bewegen noch irgendeine Fähigkeit zünden, er kann einfach gar nichts mehr machen. Und deswegen nennt man das Hard-CC. Und wenn ihr einen Gegner unterbrechen wollt, müsst ihr nach Fähigkeiten Ausschau halten, die zum einen diesen Wutangrifftext haben und die von der Beschreibung und von der Durchführung her einen Hard CC darstellen. Das heißt, der Gegner darf sich nicht mehr bewegen können. Jetzt haben wir hier bei diesem eisgebundenen Grab aber das Problem, dass dieser Skill nur eine Chance von 80% hat, dass das Ziel vereist wird. Das heißt, diese Unterbrechenfähigkeit hat ein kleines Risiko. Jetzt werde ich mal mit euch was durchführen. Ich bin zwar kein Experte, was jetzt irgendwie andere Waffen anbelangt. Ich ziehe jetzt einfach mal dieses Tank-Gear da rein, um mal zu gucken, ob ich da unbekannterweise irgendwas finde, was Crowd-Control-Fähigkeiten hat. Hier steht kein Wutangriff drauf, da ist ein Wutangriff. Und was macht das Ding? Es besteht eine Chance von 70%, Kollision Stoßen anzuwenden. Das gestoßene Ziel wird für 2 Sekunden betäubt. So, das ist auch ein Hard CC, weil wenn du quasi umgestoßen wirst, was auch mit Knockdown übersetzt wird, dann kannst du in den 2 Sekunden ja auch nichts tun. Das ist auch eine Fähigkeit, die unterbrechen kann, hat aber hier nur eine Chance von 70%.
Hier ist nochmal ein Wutangriff. Ja, das hat aber nur dieses Fesseln. Fesseln ist ein Soft-CC, wird nicht funktionieren beim Unterbrechen. Mal gucken, was dieses Tankgedöns noch bietet. Hier haben wir einen heftigen Zusammenstoß. Hier Kollision, Stoßen, 80%. Cool. Da wird das Ziel auch wieder betäubt, nämlich 3 Sekunden lang. Das ist auch ein Hard-CC und damit könnt ihr auch unterbrechen. Jetzt habe ich euch genug in der Theorie mal durchgelabert. Jetzt wollen wir das Ganze mal in der Praxis sehen. Ich zeige euch jetzt gleich mal Footage, wo ich tatsächlich erfolgreich als Zauberer CC'en konnte. Im folgenden Clip befinde ich mich im Todesabgrund. Das ist ein Level 50 Dungeon, bei dem relativ häufig unterbrochen werden muss. Denn dort gibt es als Trashmob zum Beispiel den verzauberten Archeum Schiedsrichter. Der schreit immer rum: I wipe you all, ich werde euch alle auslöschen. Und wenn ihr dann nicht unterbrecht, dann macht er nämlich genau das. Er wipet eure Gruppe. Habt ihr ja bei diesen ganzen Clip-Schnipseln am Anfang des Videos gesehen, dass er das macht. Jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn man den erfolgreich unterbricht. Stun. Ja, mach ich doch, hab ich doch. Gut, nein, Maschine, Junge. Junge, weil ich's drauf hab und ich bin der Einzige, der überlebt hat, weil ich einfach ein göttlicher YouTuber und Streamer und geiler Macker bin. Jetzt töte die. Okay, Spaß beiseite. Gucken wir uns das nochmal langsam in Zeitlupe an. Er schreit, I wipe you all, dann hämmer ich auf mein eisgebundenes Grab und tatsächlich, er wird eingefroren, kann nichts mehr machen und somit haben wir seine fiese Attacke unterbrochen. Der von hinten gleich kommt. Ja. Auf dem müssen wir beide aufpassen, dass wenn der uns anspringt, dass wir den dann stunnen. Aber wir kriegen ihn jetzt. Ist gestunnt. Sehr gut, stark. Eigentlich ist der Versteinerungsskill aber kacke dafür, was alle warten. Aber besser als sterben. Bitte beachtet Folgendes. Da diese Unterbrechungen nur eine Chance auf Erfolg haben, sollte man sich nicht auf ein Mitglied der Truppe verlassen, der das Ganze macht. Schmeißt auf jeden Fall alle eure Unterbrechungszauber da rein. Denn wenn es natürlich fehlschlagen sollte und ihr habt euch auf einen verlassen, dann habt ihr Chaos. Im folgenden Clip hatten wir leider gleich 2 I Wipe You All Lappen als Party hier vor uns und ich konnte meinen stunnen, das könnt ihr sehen, da ist er vereist und mein Kumpel hat leider nur einen Fesseln-Skill gehabt, das hat also nicht funktioniert und dann wurden wir gewiped. Das heißt, wir waren die einzigen, die versucht haben, da zu unterbrechen und es ist halt fürchterlich schief gegangen. Also tut eurer Gruppe einen Gefallen, sprecht euch ab und sagt, wenn es zu Unterbrechungen kommt, dass da alle ihre Skills zünden. Man pullt die halt einzeln, definitiv, weil man die halt ja stunnen muss. Das heißt, man wartet, bis einer hier hinspringt, aber die werden jetzt wieder beide pullen. Ich nehme den hinteren ins Visier. Ich hab ihn gefesselt, ich weiß meiner nicht, was ist gestunt und zack. Ja, mein Fesseln bringt aber nichts. Das war schon, das ist alles, was ich euch zum Thema Unterbrechen mal zeigen wollte. Wenn es euch gefallen hat und ein bisschen informativ war, ihr kennt das Spiel, ne, liken, Glocke, abonnieren, OnlyFans, alles reinknallen und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video. Macht Idiot und schwenkt der Hut.